Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl. Bei uns im JFTV-Studio ist Dieter Stein. Und wir haben in dieser Ausgabe, in der Ausgabe von dieser Woche, eine exklusive Insa-Umfrage zu dem Thema. Ja, wir haben noch mal kurz vor der Bundestagswahl die Stimmung abgefragt und kommen zu Ergebnissen, die sich decken mit der Berichterstattung insgesamt. Man merkt ja, wenn Sie sich die Zeitung angucken und die Berichterstattung verfolgen, dass die Nervosität steigt. Dass spürbar offenbar ist, dass sich der Trend zugunsten der AfD vor allen Dingen wendet und dass überall darüber spekuliert wird, also wie stark sie abschneiden werden und insbesondere, dass ihre Themen den Wahlkampf bestimmen. Also jüngste Umfragen sehen die AfD so irgendwo zwischen 10% und 15%. Was sagt denn Ihre Umfrage dazu? Wir haben die Sonntagsfrage selbst nicht abgefragt, sondern wir haben abgefragt nochmal, welche Themen wahlentscheidend sind. Und da kann man feststellen, dass die ersten 5 Themen, die die Leute als wahlentscheidend betrachten, im Grunde genommen die Kernthemen der AfD sind. Nämlich auf Platz 1 mit 50% der Wähler sagen, Asyl und Zuwanderung ist für sie wahlentscheidend. Auf Platz 3 mit 37% die Terrorgefahr. Und auf Platz 5 mit 26% Kriminalität. Und nur dazwischen Arbeit und Soziales und Bildung. Und das erklärt, warum also insbesondere die Wahlkämpfer von der Union, auch der SPD, so nervös sind, dass ihre Themen eben nicht richtig zum Zuge kommen, sondern wie allseits berichtet wird, ob am Infostand oder am Haustürwahlkampf, dass die Leute früher oder später eben auf die Frage der Zuwanderung zu sprechen kommen. Die AfD ist aus einem gewissen Protest heraus entstanden, gegen die Europolitik, gegen die Zuwanderungspolitik. Was sagt denn die Umfrage dazu? Wird die AfD weiter als Protestpartei gesehen oder als Regierungspartei? Was haben Ihre Demoskopen dazu rausgefunden? Ja, also wir haben abgefragt auch, ob die Bürger wollen, dass die AfD in die Regierung einzieht. Natürlich eine absolut hypothetische Frage, stellt sich überhaupt nicht in dieser nächsten Legislaturperiode. Aber es ist ja trotzdem mal interessant zu wissen, wie viele Leute meinen, dass sie an der Regierung beteiligt sein sollte. Und das geht doch über ihren momentanen Stimmenanteil hinaus. 15% sagen das. Also bei Insa wird die AfD momentan bei 11% gewertet. Und auch zwiespältig wiederum ist das Ergebnis, wie die Bürger meinen, wie die AfD im Bundestag behandelt werden sollte. Eine deutliche Mehrheit ist der Meinung, sie soll nicht so behandelt werden wie die anderen Fraktionen. Das heißt, könnte man sagen, zurückgesetzt werden. Das zeigt sicher, dass die AfD polarisiert, aber immerhin 33%, also ein Drittel der Befragten, wollen ausdrücklich, dass die AfD genauso behandelt wird wie die anderen. Das könnte andeuten, dass, sagen wir mal, die AfD im Rahmen einer Normalisierung selbstverständlicher Teil des Parteienspektrums werden wird. Das wären ja ungefähr, das wäre die doppelte Wählerschaft sozusagen, wenn man von bis zu 15% ausgeht. Wir haben noch ein hochinteressantes Interview im Blatt und zwar geht es so in etwa in dieselbe Richtung. Da haben wir mit Hans-Herbert von Arnim gesprochen. Das ist ein ganz bekannter Parteienforscher und Parteienkritiker. Ja, wie Sie sagen, ein bekannter Parteienkritiker hat schon viele Bücher geschrieben über die Entartung des Parteienstaates und er hat jetzt ein neues Buch herausgegeben, Die Hebel der Macht und bringt das nochmal auf den aktuellen Stand. Und bei uns im Interview umreißt er einfach nochmal diese Fehlentwicklung, dass die Parteien fast sämtliche Institutionen des Staates sich zu eigen gemacht haben und er eben sagt, dass aus einer Parteiendemokratie ein Parteienstaat geworden ist. Es ist nun interessant, wie er bewertet, ob sich etwas durch den Einzug der AfD im Bundestag verändern wird. Und er billigt der AfD zu, positive Reformvorschläge zu machen, vor allen Dingen direkte Demokratie, also dass es zu Volksabstimmungen kommen soll und der Bürger endlich wieder direkt einbezogen werden soll. Andererseits kritisiert er sie, dass sie bei den Kernfragen keine Reformvorschläge machen, nämlich bei den üppigen
Bewilligungen von Abgeordnetenmitarbeitern und Fraktionsmitteln. Er erwähnt ja, dass neben der regulären Parteienfinanzierung von, ich glaube, 160 Millionen Euro im Jahr über die Fraktionsmittel und Parteistiftung eine 500 Millionen Euro im Jahr an die Parteien umgeschlagen wird, und sodass da ein riesiger Moloch entstanden ist, der natürlich alles tut, um die Macht in den Händen zu behalten. Ein Stichwort: direkte Demokratie. Die erleben wir am Sonnabend dieser Woche hier in Berlin. Dann gehen hier die Lebensschützer, Christen auf die Straße und demonstrieren für das Leben. Und da haben wir die ganz, an ganz prominenter Stelle die genauso prominente Birgit Kelle im Blatt. Ja, sie schreibt den Aufmacher dazu, zu diesem alljährlichen Marsch für das Leben hier in Berlin, und erwähnt auch, gegen welche großen Widerstände die Bürger da auf die Straße gehen, welchen Spießrutenlauf sie absolvieren müssen, die Lebensschützer, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Also was ich interessant fand, eine parallele Umfrage, die wir bei INSA in Auftrag gegeben haben, explizit zum Thema Lebensschutz, ist, wir wollten eben wissen, also jenseits der Frage, die strittig ist, was die Strafbarkeit angeht oder den Paragraph 218, mal zu sehen, wie das die Bürger sehen, ob man nicht bei diesen, bei der Konfliktberatung mehr tun könnte. Ja, und wir haben zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, ob nicht, um Abtreibung zu verhindern, schwangeren Frauen, die sich dann trotz dieser Konfliktsituation zur Austragung des Kindes entscheiden, mehr finanziell unterstützt werden sollen. Und da sagen immerhin 50% stimmen dem zu und auch ein größerer Anteil unter den Frauen. Also was ich schon sehr bemerkenswert finde. Und dann die Frage, ob nicht Adoptionen erleichtert werden sollten. Also auch in dieser Konfliktsituation, um das Ja zum Leben zu begünstigen. Und da sagen auch 64% der Befragten und auch ein größerer Teil der Frauen, hier müsste man etwas tun. Und ich persönlich finde das also ein gutes Zeichen, dass hier, sagen wir mal, eine Sensibilität da ist und dass das ein wichtiges Thema ist, um das sich die Parteien auch in der nächsten, im nächsten Bundestag nicht herumdrücken sollten. Am Wochenende werden wir zudem live berichten von der Veranstaltung von dem Marsch für das Leben. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, ganz kurz vor der Bundestagswahl. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.